Moin, lieber und schöner Sandstarter zum neuen Video. Ich bin hier bei König Keep Up Doran am Start. Grüß dich, ne? Ich möchte mal die Spieße hier im Hintergrund haben. Komm mal hierher. Jungs, also, musst du Platz machen. Das rechte ist Waage tatsächlich. Das in der Mitte ist das Steak. Ihr habt zum Titel gelesen, wir sind hier, weil wir den ersten, also ich habe noch nie einen Wagyu-Döner gegessen. Ich habe auch noch nie vom Wagyu-Döner gehört. Und so bin ich auf dich aufmerksam gekommen. Danke nochmal für euch für den Tipp. Ich glaube, vom Zuschauer habe ich den Tipp wieder gehabt. Und ja, ihr macht tatsächlich einen Wagyu-Döner. Wie kann das wir sein? Wir machen alles. Känguru, Strauß, Hirsch, Wagyu. Wir haben eine Philosophie. Wir sagen, wir wollen den krassmöglichen Döner essen. Deswegen habt ihr schon über 300 Variationen an Döner, 250 verschiedene Spieße schon oder sogar mehr tatsächlich mittlerweile. Wir lieben es. Wir lieben es, einfach den Döner immer wieder neu zu kreieren. Und bei uns gibt es keine Grenzen, außer das ist Halal-Geschichte. Mhm. Ist bei uns, gibt es keine Grenzen. Da gibt es keinen Drumrum und Halal-Muss. Ja? Strauß, das war alles als Spieß, weil ich erkenne Döner nur an, wenn er vom Spieß kommt. Also wirklich Strauß, Känguru habt ihr gemacht, Haifisch, habt ihr Haifisch schon mal gehabt? Das ist mit dem Halal-Geschichte, wie gesagt, ja, das ist so. Okay. Ich mache das, was möglich ist, an was auch natürlich auch die meine Gemeinschaft essen kann. Wir haben schon Honighähnchen, Barbecue-Hähnchen, Ferse-Steak, Hüftsteak, Rumpsteak, Black Angus, Sashi-Angus, Schoko-Angus mit Gemüse, ohne Gemüse, Käse, Käse mit Fleisch. Und dann haben wir angefangen, Strauß mit Jungbulle zu mischen. Dann haben wir Känguru mit Ananas, Ente mit Ananas, dann mit Kartoffel und mit Yasin. Wir haben schon einiges gemacht. Okay, also ich bin erstmal heiß, Liebe. Ich werde erstmal nach hinten einmal gucken, schau mir die Spieße an und ja, dann werde ich dir noch ein, zwei Fragen weiterstellen. Rechts ist Wagyu, sagst du, ja? Du kannst ruhig reingehen, dich ich beim rein. Verhalten, so wie du möchtest. Geil, okay. Guck mal eben. Und wie Känguru mit Jungbulle gemischt. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Oha. So, hier wird frisch Brot gemacht. Assalamu alaikum. Hallo. Die Damen machen hier schön das Brot. Wie am Fließband wird das hier gemacht. So sieht man das aus. Jeder Handgriff sitzt. Oha, und das ist der Wagyu. Da sieht man auch schon krasser Fettgehalt. Also guck mal rein hier. Fett. Fett, Fett, überall Fett. So schmeckt das, Leute, so muss das. Und das ist der Steak. Den werden wir auch probieren. Boah, also ich hier noch mal, Leute, ich komme nicht drauf klar. Guckt euch diesen schönen Anblick an. Was ist der Hackspieß, Weiner? Das ist mein Hackspieß. Das ist das, wo wir 2006 gestartet haben. Das ist das, was die Leute überhaupt brauchen, die hierher kommen. Aber du wirst aber gleich merken. Auch Eigenkreation, oder? Alles. Der Züchter wird auch später vorbeischauen. Der Züchter wird sogar kommen. Ja, natürlich, der kommt jedes Mal eigentlich fast, wenn ja, der was die Waage gibt. Wie ist das mit Zusatzstoffen und so? Arbeitet ihr ganz normal mit Phosphat und allem oder arbeitet ihr zusatzstofffrei? Bei dem nicht. Bei dem nicht. Ja. Natürlich beim Hackspieß drin, damit es hält. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Bei dem nicht. Die neuen Spieße, ja, die sind pur Gewürze. Okay, nur Gewürze. Jawohl. Geil. Bist aber auch selbst dann in dem Geschmack sehen. Dann. Ich werd sehen, die. Ja, auf jeden Fall. Und guck mal, jetzt sieht man geschnitten noch mal, wie viel Fettgehalt. Also der wird 35% Fettgehalt. 30, 35 wird er haben. Bei vielen Spießen ist eine Fetteinlage mit drin. Das heißt einfach zusätzlich außer des intramuskulären Fetts ist nochmal eine Fetteinlage drin. Manche wolfen das so und dann siehst du es nicht, ist aber drin. Und manche machen es so in dieser Schicht rein. Manche mischen das auch, manche machen gewolft und Fetteinlagen. Manche Leute mögen ja diese Fetteinlagen nicht, ne? Deshalb schwören viele darauf, das zu wolfen. Aber ich zum Beispiel selber, ich liebe diese Fetteinlagen. Wenn ein Fleisch so beliebt ist, machen wir das nochmal dran. Aber machen diesmal eine neue Soße dazu, neues ja, Brot. Wir haben schon über, jetzt mittlerweile über 60, 70 Brote verschiedene, über 70, 80 Soßen. Und die Kunden wissen es. Es kann sein, dass du heute mal nicht so den Superdöner isst, aber nächste Woche den besten Döner, den ich je gegessen habe. Weil ihr immer variiert. Weil ihr immer variiert. Ja, wie viel kostet der jetzt? Da kostet Döner 59 und hier würde der kosten? Das ist eine Ausnahme, ja, 15 Euro. Stark. Weil das ist der letzte jetzt. Das ist der liebe Tino. Wir waren ja bei der Schlachtung dabei. Ja, krass. Wir haben mit dem Zeit verbracht mit dem Tino. Wir haben den gefüttert und machen und dann haben wir auch noch ein Video gemacht, wie wir den geschlachtet haben. Und deswegen kann ich behaupten, das ist vielleicht der einzige Halal Wagyu. Ja. Weil wir haben die Kriterien, wir haben einen Tag vorher bei dem Gelehrten, haben auch ein Video gemacht, wie der uns erklärt hat, wie Hellerschlachtung funktioniert. Aber ihr habt den einzigen Wagyu-Döner in Deutschland. Ja, klar gibt es welche, die das in der Pfanne braten, aber einen richtigen, echten Wagyu-Döner habt ihr den einzigen. Das ist das einzige, ich glaube auf der Welt vielleicht sogar. Ja. Ich kenne keinen, der das jemals hatte. Kenne ich auch nicht. Man muss dazu sagen, auch Leute, Selfmade ist nicht Selfmade. Nur weil es aus einer Fabrik kommt, muss es nicht schlechter sein. Wenn man es in Eigenregie zusammen macht, natürlich, am Ende des Tages steht immer jemand da und macht den Spieß selber und keine Maschine. Also ich bin kein Meister, ich könnte keine Spieße stecken. Mhm. Und da sind Meister, das siehst du hier bei ihm, hier, das sieht schon wie ein Hackspieß aus. Oh, wo ist das Schichtspieß? Ja, aber nach ein paar Schichten, ich kenne das, sieht man die Schichten besser. Nicht bei denen? Nicht bei denen, ne? Das wirst du gleich sehen, weil das ist, wir arbeiten mit einem neuen System, das ist nicht der typische Dönerstecken. Manchmal in meinen Videos schreiben Leute, das Hackspieß, ich sage, nein, das ist komplette Schicht. Es sieht nur so aus, weil es einfach super gesteckt ist. Krass.
Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll jetzt. Ey. Wir müssen mit einem jetzt anfangen und ich würde sagen, wir fangen mit... Oh. Ich würde sagen, du fängst damit an. Ja, ja. Weil der soll noch ein paar Schichten drehen, das ist noch überwürzt, das habe ich gerade rausgeschmeckt. Mhm. Der hier aber nicht, ja. Weil der stand schon fast 2-3 Monate. Machen wir. Damit der hält sonst... Okay, okay. Und zum Schluss werden wir aber auf jeden Fall auch noch den Hack machen. Muss da bin den ich auch sehr interessiert. Guck mal, du wirst heute Leute sehen, wo ich sage, hier, guck mal, ich biete dir zum selben Preis, du wirst sagen, ich will das. Ja, glaube ich dir. Das ist so, piu, verrückt. Oh, einer nimmt jetzt auch gerade mit Sprossen komplett hier, guck mal. Das ist ein Feinschmecker, der den ihr jetzt nimmt wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ein Feinschmecker. Hier auch mit Sprossen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch mit Sprossen, das sieht so geil aus irgendwie. Kannst du auch probieren. Ich glaube, ich muss das, ja. Hier gibt es gute Möglichkeiten, du kannst da schon ein bisschen variieren auf jeden Fall. Guck mal hier das Salatangebot. Okay, komm, wir legen los, Leute, wir legen los. Ich riskiere es hier. Ich nehme mit Sprossen, ich nehme ganz special. Den nehme ich special. Ich zeig dir erstmal die Farbe, dass du mal ein bisschen so einen Blick drauf hast. Stark, 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 stark. Es hat so eine leichte Süße. Leichte und, Süße, ja? Ja, ich finde, das passt. Durch die Stärke von Rote Beete wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, ja. So. Wir arbeiten normalerweise nicht mit dem Ding hier, nur an den speziellen Tagen mache ich das, weil ich toaste das dann. Normalerweise wird geschnitten, das ist unser Döner. Ah, das ist normaler. Das ist der normale Döner. Und die Hälfte davon ist ein Döner, so ein Riesending. Ja, das ist mein. Ich verlange auch 59 dafür, damit auch Leute satt sind. Aber er ist riesig. Und sowieso bessere Qualität, Leute. Wenn du einen besseren Döner willst, musst du mehr zahlen. Das geht nicht anders. Wir haben auch eine Philosophie, wir sagen, erstens muss es schmecken, zweitens musst du satt werden. Und dann, was willst du denn mehr? Ja. Und dann die Quali, also ich sag das in meinen letzten Videos immer wieder, ich sag's auch heute wieder, Billigdöner teuer ist scheiße. Aber ein guter Döner, gute Quali, teurer geht heutzutage nicht mehr anders. Der muss aber wirklich bessere Qualität sein. Ja, zum Beispiel mein Hackspieß kostet fast wie so ein Schichtspieß. Glaube ich. Aber dann isst du und dann weißt du, okay, jetzt verstehe ich auch. Geil, dann lass es loslegen mit dem ersten, ich bin gespannt. Ey. Als erstes Hüfte, so. Das ist Hüfte auch wieder, ne? Das ist argentinische Hüftsteak. Okay. Genau. Siehst du, guck mal, wie du schmilzt? Siehst du das? Ja, das schmilzt. Wie das tropft? Das Fett tropft runter, Leute. Guckt euch das mal an. Guck mal, hier, guck mal, gibt dir das mal. Und das ist extrem gesund. Das ist wie Omega-3-Fette. Also zumindest hat der Züchter das gesagt. Ja, ja, wenn es Weiderind ist, ist da Omega-3 drin. Also dürft ihr nicht vergessen, Leute, auch im Fleisch sind Omega-3-Fettsäuren drin. Wenn es richtig gefüttert wurde. Ich glaube auch sonst, aber nur wenige. Siehst du das? Guck mal, wie es gesteckt ist. Das ist gerade Schicht, das ist kein Hack. Krass. Das Fett fließt echt richtig, guckt euch das mal an. Das spritzt, das fließt. Das ist die Chimichurri-Soße? Oha, wild, 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 wild. Das hier Trüffel. Lass sie schmecken. Ich komm gleich. Einmal die Trüffelsoßenseite. Ganz spezieller erster Moment. Ganz speziell geil, ey. Hatte ich in letzter Zeit oft. Mal wieder, dass ich sehr spezielle Momente hatte. Erstmal vom Brot noch nie gehabt. Das Brot hat so ein bisschen Toastcharakter. Leichten Toast, belegter Toast durch natürlich das Innenleben vom Döner. Aber wild, schöne Süße, wie er gesagt hat. Weiß nicht, ob durch die Stärke von der Rote Beete, aber schöne Süße drin. Soße, leichten Trüffeltouch, gewissen Mayo-Kick mit drin. Alles noch ausgewogen, alles super. Versuche ich mich ins Fleisch, nur Tomate, nicht viel Soßen, beziehungsweise fast keine hier unten, versuche ich mir reinzudenken. Schönes Feeling mit den süßen Cherry-Tomaten. Der Saft zerläuft, du hast da auch nochmal eine Süße drin. Matcht super insgesamt mit dem Brot auch, weil das auch schon eine Süße hat. Die Sprossen passen, Leute. Sprossen muss man kennen vom Geschmack. Ich glaube, ich habe 25 Jahre lang in meinem Leben keine Sprossen gegessen. Irgendwann lieben gelernt. Sprossen haben dieses Leben in sich vom Geschmack. Dieses Frische, dieses Geborene, dieses Gekeimte. Man muss es kennen, das ist schwer zu beschreiben. Dieses, oh,
frisch geschlüpfte, wollte ich sagen. Passt beim Döner, passt. Bis es Salz prickelt, spürt die Chimichurri, die hat einen schönen Salzgehalt, frische. Wir gehen zum nächsten Döner, Leute. Nur noch final zum Fleisch. Das Kategorie Fleisch, was eher dezent ist. Eher gewöhnlich vom Geschmack, aber du merkst den gewissen Unterschied noch im Geschmacksbild zum normalen Fleisch. Aber, ist immer schwer zu beschreiben, es gibt qualitativ so hochwertiges, geiles Fleisch, was nun mal wenig Geschmack mit sich bringt. Du hast aber einfach im Gesamtfeeling so dieses, der Moment, schalte Kopf aus und es schmeckt einfach bombastisch so, ne? Das ist schon ein Döner, der im Gesamtfeeling, auch vom Fleisch, das Fleisch ist nicht sonderlich auffällig, Soßen schlucken ein bisschen, das ist einfach ein sauleckerer Döner. Punkt. Ab zum nächsten Spieß. Ich glaube, ich nehme erstmal Hack und dann zum Schluss die grüne Spitze wird der Veggie sein. So, ich mache dir den Döner jetzt auch mit dem Hack. Und eins wollte ich dir noch sagen, diese Chimichurri-Soße, die ist absolut war die lecker gewesen. Die ist killer, die. Also auch die Dings war auch lecker, aber die hat mich komplett gekillt. Guck mal, hier ist auch so, ich habe viel Unterstützung. Also ich bin ehrlich gesagt kein Koch, ich habe Energiewirtschaft studiert. Und mein Vater hat den Laden 2016 eröffnet, 2006, sorry. Ja. Und ich habe den 2018 übernommen. Hab gesagt, ey, keinen Bock mehr auf Studium, ich war eigentlich am Ende. Ja. Und dann bin ich hier so reingerutscht. Du hast nicht mehr zu Ende gemacht, das Studium? Nee, ich war im Schwerpunkt, es war dumm gewesen, aber ja, passiert. Aber es läuft alles, du hast hier deine Leidenschaft, das ja, merkt man. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ich bin ganz woanders. Egal, wenn dir wieder einfällt, sag ich rein. Sag ich dir, bei mir passiert das öfter. Ich kenne das gut. Auch keine Soßen unten rein, immer Fleisch hier zuerst bei Dogan. Wir machen ja Tasche. Tasche ist halt ein bisschen schwieriger als so eine normale diese Dreieck oder einfach was auch so macht. Ja. Wunderbar. Minito, das ist der Mini-Döner. Sehr geil. Döner Nummer 2, Leute. Ich denke, eben war das Licht besser, da habe ich ihn schon genügend gezeigt. Ich glaube, das Brot wird noch krasser. Brot etwas hart, passt wie Zelt mit Charakter, trotzdem geil. Sehr Soßenexplosion-mäßig. Ein bisschen Berliner Soßen-Touch von der Süße her, von den Kräutern, von der Abschmeckung, noch eine eigene Variante. Aber Berliner Soßen sind immer, wer die noch nie gegessen hat, die sind so krass süß. Das muss man gegessen haben. Verrücktes Feeling. Geschmacksbild so in die herbe Paprika-Richtung, wo du erst denkst, boom, jetzt killt er komplett von der Intensität der Gewürze. Dann geht's aber zurück und mixt aus, irgendwie ballert er, irgendwie aber auch nicht. Also von der Intensität. Die Soße irgendwie so ein Hybrid aus einer Kräutersoße und Tzatziki. Am Anfang denkst du, Tzatziki kommt, dann schwenkt das so ein bisschen in so eine Kräutersoße über. Bewertung denke ich drüber nach, gibt später. Fazit, du spürst die Liebe, du spürst den Selfmade-Charakter. Eine Komponente kann im Detail betrachtet leicht verbesserungswürdig sein, so wie die Härte vom Brot, kann aber trotzdem sehr geil sein. Ich liebe so ein Brot. Ich liebe es, es ist Selfmade. Es ist einfach geil, es passt. Ja, okay, da einen kleinen Schwenk nochmal in die richtige Richtung, aber es ist geil. Das ist einfach ein überdurchschnittlicher Döner. Keine Frage, das kannst du nicht vergleichen mit einem Standardprodukt. Fleisch-eigener Touch, Brot-eigener Touch, Soßen-eigener Touch. Ist schon was Feines, Leute, was Feines. Gerade im Nachklang, du sitzt hier, du hast einfach Bock. Manche Döner denkst du vom Skill her, so, oh, Fleisch eigentlich geil, Soßen geil, Brot geil. Du hast aber danach gegessen und denkst dir so, irgendwie hat er mich nicht geflasht. Hier ist genau andersrum. Es flasht dich immer mehr. Wagyu. Es ist Wagyu-Time. Ich habe von draußen gar nicht richtig gefilmt, Leute. Das muss ich auch nochmal eben machen. Hier an der Street. Sein Markenzeichen mit der Mütze macht er alle Ehren. Die hat er auch heute aus. Wagyu, finde ich, ist jetzt in Form. Ja, dann können wir Wagyu jetzt testen. Onkel, Brot ist drin. Nimm mal drei. Mein Vater ist tatsächlich der Erfahrenste, was Schneiden angeht. Das glaube ich. Und meine Tante, die ist heute nicht da. Deine Tante auch? Meine Kleine, die ist die Kleinste hier, die macht es seit 25 Jahren schon. Vor unserer Zeit. Und wenn die schneidet, du denkst dir, nee,
Das macht eine Frau so krass. Glaube ich. Ich finde sogar teilweise, macht sogar besser als mein Vater, muss man ehrlich sagen. Was sagt Papa dazu? Du bist die Eins, der, ne? Ist im Urlaubmodus. Ja, ist im Urlaubmodus, glaube ich. Hast du aus dem Urlaub geholt extra? Ja, der habe ich extra aus dem Urlaub geholt. Ich sehe, du kommst jetzt rüber, weil ich gehe jetzt weg. So, dann machst du mir den Wagen fertig. Ja, sehr gerne. Sehr weil, wie gesagt, ich kann bis morgen reden. So, ich bringe dir die Soßen. Sehr gerne, die, sehr gerne. Da ist der Kollege. Sieht special aus. Der erste richtige Veggie-Döner in Deutschland. Ich muss jetzt an den Stehtisch, Leute, etwas abseits. Unter uns ist eigentlich eine Mülltonne, aber. Da ist gerade überall zu viel los. Es geht gerade nicht. So, das kannst du hier nicht vermeiden bei dem Brot. Dadurch, dass es so fertig ist, bricht es ein bisschen auf. Ersten Biss hatte ich nur Rucola und Tomate. Ist nicht negativ gesagt, aber war oben drauf. Schön herber Rucola, richtig geil. Jetzt hatte ich das Fleisch, Leute. Es ist unendlich, durch das Fett unendlich lieblich. Wie es bei Wagyu, auch wenn du Wagyu Burger isst, ist der gleiche Effekt. Du darfst nicht den intensivsten Fleischgeschmack unbedingt erwarten. Ich denke, es kommt natürlich auch auf das Fleischteil an, das verwendet wird. Es ist geschmeidig, es ist weich, es ist einfach fettig. In der Hinsicht Geschmacksexplosion. Knusprigkeitsexplosion, schön knuspriges Stück, ganzen Mund ausgefüllt. Süße Cherry-Tomate auch hier ein Ultra-Update. Upgrade, sorry, das ist brutal, Leute. Zartheit, es geht durch die Butter. Das Einzige, was du zwischendurch hast, ist mal ein bisschen Fett im Mund. Das gibt das Gefühl, dass du überhaupt Fleisch im Mund hast. Bissige Zwiebel gerade, bissige Zwiebel, die dringt durch den Mund. Nicht so wie oft so. Letztens gerade wieder ein Video gehabt, Begleiter, schwingt durch die Zwiebel, gibt so eine Unterfütterung, sondern bissig, boom, rein, Feuer, Feuer. Das Fleisch, Leute, leichtes Gewürz, dieses Fett. Ihr müsst euch so vorstellen, wie den Königsbiss, den wir kennen, und wir haben hier keine Soßen. Der ist geprägt durch Fett, Soßen zerläuft, nimmt das Brot, nimmt diesen weichen Teig und lockert das noch so ein bisschen auf, lässt das so sapschig werden. Und das hast du hier nur durchs Fett vom Fleisch. Dann hast du die Gewürze und die Gewürze werden durch das Fett so richtig gepusht. Geben nochmal so einen richtigen Uppercut. Er hat mir Chimichurri mitgegeben. Du brauchst wirklich keine Soße. Das Fett ist wie eine Soße. Ich habe so Bock, den zu essen, dass ich keinen Bock habe, ihn jetzt eigentlich hier zu versauen. Ich mache nochmal ein klein bisschen hier einmal. Aber auch geil. Ups. Das ist einfach diesen durchgehenden Chili-Pepperoni-Geschmack da drin. Auch wirklich geil, Mann. Erstmal Fazit gleich. Die anderen beiden waren schon sehr, sehr stark. Der ist aber Endlevel, Leute. Der ist Endlevel. Kostet, wie gesagt, auch manchmal 5 für 35 verkauft. Der ist heute Ausnahme für 15. Aber es schmeckt, Leute. Es schmeckt wirklich unglaublich gut. So, Doga, mein lieber, Feedback für dich. Also, wir haben drei Döner getestet. Ich gebe dir für alle drei Döner jeweils eine Bewertung, ne? Ja. Kurz und knapp, ersten beiden Döner gebe ich dir jeweils 8,4 Punkte. Ja, ich hätte beim zweiten Döner mit der eurem, sag ich mal, diesen speziellen Brot, wo ihr normalerweise diesen Döner macht. Genau. Das war mir so, also ich liebe dieses Brot, ne? Aber man muss trotzdem auch, wenn ein Produkt geil ist, sagen können, das war so ein bisschen zu hart. Keine Ahnung warum. Da, sonst hätte es noch besser ausgefallen. Ersten Döner, boah, ich hätte beinahe auch irgendwo im Brot noch ein Verbesserung und vielleicht tatsächlich sogar im Fleisch, aber am Ende des Tages ultra heftiges Produkt. Am Ende des Tages ultra heftiges Produkt. Aus unerklärlichen Gründen jetzt Bewertung 3 bei mir aus dem Auto raus. Eine Sache, auf die ich nicht genug eingegangen bin, ist das Brot. Das ist die einzige Schwachstelle von diesem Döner. Das Fleisch ist deutschlandweit Top 10. Wahrscheinlich sogar im oberen Bereich. In jedem Biss hast du einen Königsbiss drin, das war krank. Kann mich leider jetzt nicht reindenken, wie es wäre, wenn die ein anderes Brot hätten. Weil der hat ja auch gesagt, es gibt immer andere Döner. Das ist kein Dönerladen, wo es immer den gleichen Döner gibt. 50 verschiedene Brotsorten getestet, hunderte Fleischsorten tatsächlich. Also da gibt es immer einen anderen Döner und mit einem anderen Brot safe weiter oben dabei. Aber so gebe ich 8,8 Punkte. Ultra starkes Ding, einfach nur eine Stellschraube und dann hätten wir das Ding. Aber an diesem Tag hat es nicht für mehr als 8,8 gelangt, aber geisteskrank trotzdem. Kurs an alle, würde mich mal interessieren, ob ihr bereit wärt, 15 Euro für einen Döner auszugeben, beziehungsweise sogar 35. Manchmal würde mich brennend interessieren. Ja, lasst gerne den Daumen oben scheppern. War wieder eine ordentliche Tour da runter nach Frankfurt. Und dann sage ich einen wunderschönen Tag. Kuss, Kuss und bis zum nächsten Mal.